Ich bin der Jürgen aus Eberswalde. Und wer bist du? Ich bin Herr Lehmann. Du kannst mich aber trotzdem duzen. Hallo, Herr Lehmann. Ah, hallo. Hallo, Herr Lehmann. Hallo, Heidi. Hallo, Kai. Frank. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich bei echtem Vorfrühlingswetter. Kann nur besser werden und es wird besser, weil wir heute darüber informieren, was am Wochenende in der Messe Chemnitz abgeht, nämlich der Chemnitzer Frühling. Ich freue mich und bedanke mich bei Ihnen, dass Sie erschienen sind. Und wir haben heute noch einiges vor. Ich möchte Ihnen mal ganz kurz, steht zwar alles dran, aber mal ganz kurz vorstellen. Das ist der Richter vom gleichnamigen Waffenfachmarkt. Da wird was über die Bepflanzung zur Messe erzählt. André Rehn an seiner Seite ist der Leiter Messen und Märkte von Messe Chemnitz. Er wird nochmal einen Gesamtüberblick dann geben. Neben ihm Anja Forster-Kummer, Projektleiterin, wird ergänzen, ins Detail gehen, über das Bühnenprogramm informieren. Und ganz hinten von der Seisigkeitsschenke, nicht die Frau Krieger, sondern die Frau Wieler. Sie wird über die, naja, sage ich mal, kulinarischen Spezialitäten, die ja die für uns vorgesehenen italienischen Momente in die Messe bringen sollen in diesem Jahr, berichten und erzählen, was so Angebot ist. Und selbstverständlich stehen dann alle Damen und Herren für Fragen von Ihnen bereit. Nicht zu vergessen noch, wie jedes Jahr, schon seit vielen Jahren, der Herr Peter vom Verband der Kleingärtner Chemnitz und die Frau Petasch, die als Fachberaterin tätig ist und etwas über die zum Beispiel neueste Züchtung aus den USA, eine Heidelbeere, die irgendwas Besonderes hat, das wird sie Ihnen dann aber erzählen. Ich denke, wir fangen jetzt an. Ich gebe erstmal dem Herrn Lehn das Wort. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich habe den einfachen Teil heute übernommen, nämlich die allgemeine Vorstellung von unserer Messe. Bereits zum 14. Mal wird sich diese nüchterne Industriehalle in eine grüne Oase verwandeln für Gartenfreunde. Der Chemnitzer Frühling ist ja speziell die Gartenmesse für unsere Region. Wir erwarten 100 Aussteller, also auch da im Vergleich zum vergangenen Jahr eine leichte Steigerung. Die Aussteller bieten sowohl Produkte und Dienstleistungen für den Garten, als auch für die Terrasse, als auch für Balkonien an. Wir haben neben dem Saatgut, den Baumschulwaren, Zwiebeln etc. auch Gartentechnik, Gartengeräte, Swimmingpools, Gewächshäuser und Saunafässer im Angebot. Abgerundet wird das Ganze auch durch die kulinarischen Angebote, die wir jedes Jahr haben. Die speziellen werden Sie ja dann etwas von der Frau Gieler hören. Das Tagesticket kostet 7 Euro, ermäßigt 5,50 Euro. Auf was ich gerne noch mal hinweisen möchte, wir bieten zwar eine riesige Anzahl an Parkplätzen, aber die Bürger sollten ihr Auto zu Hause stehen lassen und unser spezielles Angebot nutzen und ihr Tagesticket schon vor der Messe käuflich erwerben. Das kann man sowohl in unserem Online-Shop www.chemnitzerfrühling.de als auch in den Geschäftsstellen der freien Presse wie auch in den Servicestellen des öffentlichen Nahverkehrs tun. Weil wenn man dieses Ticket im Vorverkauf erwirbt, kann man dann auch die öffentlichen Nahverkehrsmittel nutzen, um kostenlos zur Messe zu fahren, beziehungsweise auch von der Messe dann mit Sack und Pack wieder nach Hause zu kommen. Ja, das war es erstmal von mir allgemein und
Bernd, ich weiß nicht, gehen wir gleich weiter. Ja, machen wir es. Ich kümmere mich erstmal um den. Ich gebe mal an die Frau Gruner weiter, die jetzt die Details bekannt gibt, die nicht unwichtig sind. Was sind denn was im Mabel? Also steig mal weiter ein. Neben dem Gartenbereich in der Halle haben wir im Foyer wieder unseren Kunsthandwerkermarkt, der so allerlei Dinge, bei dem man allerlei Dinge entdecken kann in Richtung Gartenaccessoires, Gartendeko, ganz viel Keramik, Holz, aber auch Schmuck und Kleidung, die eigentlich wirklich alle selbst gemacht sind von den Ausstellern. Sehr, sehr viele Geschenkideen und große Sachen können Sie dort noch finden. Daneben bieten wir auch in diesem Jahr wieder ganz viele Sachen für unsere kleinen Besucher an. Das möchte ich nochmal betonen. Familien gibt es immer mehr auf dem Campus zu Frühling, was uns sehr freut. Und das haben wir einfach weiter aufgegriffen. Die Kinder können neben unserer professionellen Kinderbetreuung, die es natürlich gibt, im Kinderland Oskar einiges entdecken. Sie können Gartenbahn fahren, sie können Luftkissen springen, sie können Karussell fahren, Segway fahren, sie können Basteln und Kreativangebote nutzen bei vielen Ausstellern und sie können auch gärtnerisch aktiv werden und ihren eigenen kleinen Kaktus pflanzen und kriegen dort natürlich auch Pflegehinweise für zu Hause mit, dass er möglichst lange hält und wächst. Ja, besonders in diesem Jahr sagen wir Benvenuta Primavera, wie Sie es vielleicht auf den Plakaten schon gelesen haben. Wir sagen willkommen im Frühling und wollen ein Stück Italien in die Messehalle holen. Dazu haben wir einige Aussteller, die neben italienischen Kaffeespezialitäten ganz viel Festlichkeiten bieten. Öle, Brote, Käse, Salamisocken, Mandelgebäck, Grappa, Balsamico, Pesto, also ganz viele Sachen aus Italien. Und unsere Grünfläche, unsere Showküche wird das Thema auch aufgreifen und natürlich Italien ein Stück weit widerspiegeln. Daneben haben wir dann auf unserer Bühne auch italienische Gassenhauer, die uns jeden Tag beglücken werden mit ihrem O Sole Mio. Ich bin sehr gespannt, was das werden wird. Unser Duo. Ob sie uns gut unterhalten, gehe ich davon aus. Ja, und unser Bühnenprogramm ist auch in diesem Jahr wieder sehr bunt gestrickt. Wir haben natürlich unseren Herrn Reusmann dabei, wir haben unseren Herrn Gerisch dabei mit seinem floristischen Part. Wir haben wieder die Frau Jantur vom Immenhof Euber dabei. Wir haben Vorträge zu Insekten und Amphibien, zu Tomaten. Es wird auch Eis auf der Bühne geben in diesem Jahr. Also ein ganz bunt gestricktes Programm, wo wir einfach dazu herzlich einladen, es zu genießen. Dann ist in diesem Jahr neu dabei die Orchideenfreunde in Zwickau. Mehr sage ich da jetzt nicht dazu, das macht dann die Frau Petasch. Und auch der Verband Azerka e.V. mit Azaleen, Kamelien etc. macht wieder eine schön gestaltete Fläche. Auch dazu kann die Frau Petasch dann mehr sagen, da möchte ich nicht vorgreifen. Ja, so viel zu meinem. Ja, machen wir gleich weiter mit der Frau Wieler zu den italienischen kulinarischen Momenten. Ja. Ich habe mich gerade noch kurz informiert in Italien, weil wir waren auf der weltgrößten Eismesse. Wir sind ja ein handwerklicher Eishersteller und waren auch einer der 16 deutschen Finalisten bei der Eisweltmeisterschaft, falls das von der Zeissichwaldschenke her noch nicht so bekannt ist. Deshalb wollen wir auch gerne die italienischen Momente dieses Jahr etwas mit unterstützen, mit unserem hausgemachten Eis, was auf der Bühne in kleiner Form mal vorgestellt wird, wie schön und einfach das zu machen ist und wie gut das direkt aus der Maschine schmeckt. Mein Rede läuft jetzt schon das Wasser zu tun. Ansonsten werden wir bei uns an unserem Stand dann auch Kleinigkeiten für zu Hause mal Anregungen geben, dass man das auch im Garten, der ja jetzt dann wieder losgeht, die Gartenzeit, man sich diese italienischen Momente dann nach Hause holt, indem man eben ein bisschen Bruschetta sich zubereitet oder ein paar Nudelgerichte, ein bisschen gegrilltes Gemüse. Also italienisches Essen ist ja sehr einfach, sehr schnell und auch gut aus dem Garten zu nehmen. Und das wollen wir eben auch zeigen und vorführen und den Leuten ein bisschen was mit nach Hause geben als Idee. Danke. Andreas Richter würde ich noch was zum eigentlichen Frühling in der Messe sagen, nämlich zum Bunt und Grün.
Ja, sehr gerne tue ich das. Als ich heute früh aus dem Fenster geschaut habe, gedacht, Chemnitzer Frühling, da müsste jetzt irgendwas Frühlingshaftes dir einfallen lassen. Da habe ich erstmal gedacht, ich nehme die Krawatte, die schon ein bisschen grün hat, damit man schon mal was Frühlingshaftes hat. Ich habe hier mal noch was anderes mitgebracht. Man hört das, glaube ich, das ist eine Erkältung, das ist auch so typisch frühlingshaft. Und natürlich habe ich auch was Frühlingshaftes mitgebracht als drittes. Und das sind ein paar frühlingshafte Blumen, die können Sie dort schon mal sehen. Das ist ein Vorgeschmack auf die Bühnenshow, die Herr Gerisch mit seinem Team traditionell auf dem Chemnitzer Frühling halten wird. Und in diesem Jahr hat er sich das Thema gewählt, Ich und mein Holz. Ein etwas merkwürdiges Thema auf dem ersten, also etwas sperrig, aber es hat damit zu tun, dass in diesem Jahr im Fokus stehen wird die Verbindung zwischen traditionell verarbeitetem Holz in seiner ursprünglichen Form und das frühlingshaft inszeniert. Das kommt noch so ein bisschen aus diesem Upcycling-Trend, der in den letzten Jahren doch ein globaler gesellschaftlicher Trend war, also Holz und Materialien nachzuverwenden, die schon mal gebraucht worden sind. Und das will der Herr Gerisch in diesem Jahr in seiner Bühnenshow aufgreifen. Und wie gesagt, ich habe ihn schon mal, damit man so ein bisschen eine Vorstellung bekommen kann, was könnte denn das sein, mal zwei Werkstücke mitgebracht. Das ist einmal eine Pflanzung, auch mit Materialien, die eher die jungen Leute heute mögen, nämlich was relativ pflegeleicht sind. Es gehört zu dem Bereich der Sukkulenten und Kakteen und die muss man nicht so oft gießen. Das finden die jungen Leute relativ cool. Und natürlich auch einen frühlingshaften Strauß, der aber auch Holz verarbeitet hat. Auf den möchte ich jetzt im Moment nicht näher eingehen. Wer da noch nähere Informationen möchte, kann ich später gerne tun. Ja, dann haben wir natürlich das Thema Italien, an dem wir uns in diesem Jahr langhangeln. Bin ich sehr dankbar gewesen, dass wir so ein Oberthema haben. Und da habe ich mir zum Anfang überlegt, wo ich das Projekt für die Frühlingslandschaft erarbeitet habe, ja, was ist denn so typisch Italien? Und was fällt uns da so ein? Ja, La Mama, der Ferrari, das ist aber auch der 500er Fiat. Es ist Vespa, nicht vergessen. Es sind die Verkehrsregeln, die in Italien doch etwas anders sind wie in Deutschland. Ja, es ist die Vespa steht bei mir auch auf dem Zettel. Es ist aber auch Mode und es ist aber auch die Renaissance. Also es gibt viele, viele Themen. Und in Bar haben wir uns für die Fläche aufgegriffen und wir werden in diesem Jahr die Grünfläche so ein bisschen dreigeteilt gestalten. Im ersten Teil wird es ein klassischer italienischer Garten im Renaissance-Stil sein, der natürlich von seiner parallelen Gestaltung lebt und von den Proportionen und Symmetrien. Wir werden auf typisches italienisches Gehölz zurückgreifen, also es werden formgeschnittene Gehölze verarbeitet. Insgesamt sind in der Landschaft wiederum ca. 3000 Frühlingsgewächse verarbeitet, weil wir wollen ja den Chemnitzern den Frühling in ihre Gefühlslage bringen. Aber dazu kommen natürlich auch Kamelien aus Schafpflanzen, da wird vielleicht Frau Petersch nachher noch was dazu sagen, die wir solitär präsentieren werden. Im mittleren Teil haben wir uns vorgenommen, eine 6 Meter große Pizza in den Nationalfarben von Italien zu gestalten, als Hingucker. Das wird also im Prinzip aus roten Tulpen, aus weißen Narzissen und aus grünen Zypern, also eine doch schon relativ große Gestaltung. Und vielleicht gibt es auch in der Mitte noch, ja, ich sag mal, einen typischen italienischen Fokuspunkt. Wir werden in diesem Jahr natürlich auf bewährte Elemente zurückgreifen. Das wird also auf jeden Fall sein, wieder die Möglichkeit in der Frühlingsfläche zu verweilen und die leckeren Köstlichkeiten, die Frau Kühler uns vor uns vorgestellt hat, zu genießen. Es wird auch für die Kleinen wiederum der Sandkasten sein, der ja doch in jedem Jahr gesucht wird und auch sehr gut angenommen wird. Wir haben wieder ein Wasserelement und wir werden natürlich noch ein etwas anderes typisch italienisches aufgreifen und das ist das Thema Kräuter. Das Thema Kräuter steht im Moment bei unseren Kunden ganz hoch im Fokus, also auch im Gartenfachmarkt ist ja der Frühling in den letzten Tagen durch das schöne Wetter so richtig losgegangen und Italien ist einer der wesentlichen Kräuterlieferanten für uns und deshalb wird es auch noch eine größere Kräuterpräsentation geben. Und die werden dann, glaube ich, auch bei euch verarbeitet. Unbedingt. Und da noch ein bisschen mehr Lust. Also wir werden mit allen Sinnen genießen auf dieser Messe. Und wir freuen uns ganz, ganz sehr, dass wir wieder eine schöne Landschaft gestalten dürfen. Über Herrn Gerisch, seine Demo hatte ich vorhin schon kurz gesprochen. Der Gartenfachmarkt wird natürlich auch in diesem Jahr einen sehr großen Stand in der Messe mit den Produkten, die zum Frühling passen. Also es werden im Prinzip Frühlingsblüher sein, es werden Blumenzwiebeln sein und viele andere Sortimente, die eben jetzt so beim Kunden im Fokus stehen. Wir richten das ja jedes Jahr ein wenig nach dem Wetter und schauen dann immer, macht es schon Sinn, ein Gehölz mitzunehmen oder noch nicht. Wie gesagt, also das wird das Spektrum sein und wir haben die Intention von mehreren Fotografen aufgegriffen aus den letzten Jahren. Wir werden also in diesem Jahr am Donnerstag, den 9. März um 11 Uhr auf der
Kremnitzer Frühlingsmesse nochmal einen Vierteltermin für Sie arrangieren. Ich habe da unten nochmal Zettel mit, wer die nachher mitnehmen will, sehr gerne. Weil das war ja oft das Problem, dass die Fotografen auf der Fläche waren. Es gab noch gar nichts so richtig zu fotografieren. Und deshalb würden wir Sie da sehr gerne einladen wollen am Donnerstag am 9. März 11 Uhr. An der Grünfläche ist der Treff und ich glaube, dann sind wir hoffentlich, obwohl wir einen Tag weniger zum Aufbau haben, das sehr ambitioniert. Die Messe fordert uns da jedes Jahr aufs Neue heraus. Glaube ich, ist es schon so weit gedient, dass man schöne Fotomotive hat, die dann im Prinzip auch dazu dienen können, den Besuchern Lust auf die Messe zu machen. Vielen Dank. Danke. Ich denke, dass wir jetzt Frau Petersch das Wort verteilen, dass wir endlich mal erfahren, was mit dieser Heidelbeere auf sich hat. Aber nicht nur das. Sie haben sich ja noch einiges. Wenn Ihre Stimme zwischendurch versagen sollte, Frau Petersch, weil sie erkältet ist, dann geben Sie einfach eine Hand. Mal gucken. Ich möchte zuerst etwas zu Azerka sagen. Das ist ja eine Vereinigung von Betrieben, die Moorbeetkulturen kultivieren, also sprich Azaleen, Kamelien, Eriken. Und diese Betriebe sind ja traditionell angesiedelt im Dresdner Raum und werden auch wie im vorigen Jahr wieder eine Fläche gestalten. Und ich möchte besonders die Azalee erwähnen. Die Azalee ist ja so ein bisschen aus der Mode gekommen und es ist aber eine sehr interessante Pflanze. In Wirklichkeit ist es ja ein Gehölz und die Azaleen benötigen 1,5 Jahre, bis die überhaupt zur Blüte kommen. Also die werden über Stecklinge vermehrt, nicht ausgesät, sondern Stecklinge, kleine Stückchen, Pflanzenteile und benötigen also entsprechend lange. Und es gibt sehr, sehr reizvolle Sorten, die wirklich als dankbare Zimmerpflanze dann verwendet werden können und, das ist vielen auch nicht bekannt, man kann Azaleen also jahrelang haben. Man kann die dann im Sommer rausstellen in den Garten, man kann die auch umpflanzen, also entweder holt man sich im Fachgeschäft da Azaleenerde oder man nimmt sich einfach mal ein bisschen aus dem Wald mit und kann die Azalee auch weiter kultivieren. Und auf diese Art und Weise entstehen auch die Schaupflanzen, die wir dann auf der Fläche von der Firma Richter sehen werden. Die Schaupflanzen, die wir dort sehen werden, also Azaleen und auch Kamelien, das sind Pflanzen, die also 20, 30 Jahre alt sind und immer wieder durch entsprechenden Rückschnitt in Form gebracht wurden und dann natürlich ganz besondere Exemplare sind, die man eben so nicht sehen kann. Wir haben ein Novum auf dieser Fläche, das die Gestaltung in Zusammenarbeit mit Berufsschülern der Berufsschule Chemnitz erfolgt, also mit Florist-Berufsschülern. Die Ansprechpartner ist die Frau Koch von der Berufsschule. Die Schüler werden also am Donnerstag mit am Start sein und wir werden dann gemeinsam die Fläche gestalten. Die Schüler machen das im Rahmen einer Projektarbeit und haben verschiedene Entwürfe für die Flächen erarbeitet und jetzt versuchen wir das am Donnerstag in die Praxis umzusetzen. Das wird also bestimmt sehr spannend. Zur Orchideengruppe Zwickau. Die Orchideengruppe Zwickau ist eine Vereinigung von Orchideenfreunden aus der Zwickauer Region. Und sie werden also blühende Orchideenpflanzen aller Art aus Privatbesitz auf der Messe präsentieren. Was sehr wichtig ist, es wird ständig jemand da sein, der also Auskunft gibt über Fragen der Orchideenkultivierung für die Messebesucher. Die Orchideengruppe wird einen Umtopfservice anbieten für die Messebesucher, nicht unentgeltlich. Aber es wird angeboten, wenn also jemand der Meinung ist, dass seine Orchidee umgetopft werden müsste, wird dann auch entsprechende Erde zur Verfügung stehen und die Mitglieder dieser Gruppe werden es dann auch erledigen. Und es wird auch gezeigt in einigen Beispielen, wie Orchideen vermehrt werden. Die können ja nicht wie normale Pflanzen vermehrt werden durch Aussaat, also wie wir das von Salat beispielsweise können, sondern das erfolgt ausschließlich steril in vitro auf einem Nährmedium. Und es werden nur so kleine Gläschen und so weiter gezeigt, sodass man sich mal ein Bild machen kann, wie kompliziert es eigentlich ist mit so einer Orchideenkultur. So eine Orchidee braucht ungefähr 3 bis 4 Jahre, bis sie also dann die Größe erreicht hat, in der sie blüht. Und ich denke, das wird also sehr interessant. Die Gärtnerei Zülchner ist mit vertreten und die Gärtnerei Zülchner präsentiert ihre Heidelbeere. Diese Neuheit kommt aus Amerika.
Und diese Heidelbeere hat die besondere Eigenschaft, dass die also eine sehr schöne Wuchsform hat. Normalerweise ist es so, wenn man Kulturheidelbeeren kennt im Topf, dass die also ziemlich sperrig wachsen. Und der Habitus dieser Heidelbeere ähnelt ein bisschen dem Buchsbaum. Man kann das auch durch entsprechenden Rückschnitt noch unterstützen. Und man hat eine wunderbare Pflanze, auch durch die Laubfärbung für den Balkon. Man kann die also ohne weiteres auf dem Balkon kultivieren. Es kommt dazu, hier für diese Region, dass die Pflanze frostunempfindlich ist, dass sie also gut den Winter überstehen kann und dass die Pflanze dann natürlich auch entsprechend im Sommer oder im späten Sommer auch Heidelbeeren, also Beeren trägt, die man auch essen kann, also die klassische Pflanze für den Naschbalkon. Herr Zülchner wird auch noch darüber hinaus eine kleine einen kleinen Neuheitenbereich machen. Er wird eine Nelke vorstellen, Pink Kisses heißt die. Und das ist auch eine wunderschöne Beet- und Balkonpflanze. Also wie der Name schon sagt, sind wirklich so kleine rosafarbene oder pinkfarbene Blütchen. Und er wird noch die Pflanze des Jahres vorstellen. Das ist handelt sich dieses Jahr um eine Begonie, die besonders blühfreudig ist. Diese Pflanze ist erst gestern offiziell auf der Floriga als Pflanze des Jahres vorgestellt worden. Also brandneu. Ja, und dann gibt es noch eine Geschichte. Es wird auf der Messe, weil wir das Thema Italien haben, wird das noch aufgegriffen durch einen begehbaren Bilderrahmen. Es wird also einen Bilderrahmen geben, der in den Farben der Tricolore gestaltet ist, mit frischen Blüten in Weiß, Rot, Grün, wo die Besucher die Möglichkeit haben, sich dann selber zu fotografieren oder fotografieren zu lassen. Also der ist tatsächlich mannshoch. Und ich denke, das wird auch eine sehr interessante Sache, um die Besucher zu begeistern. Naja, das klingt ja schon mal ganz gut. Also ich denke, es werden eine ganze Menge interessante Aspekte auf der Messe zu sehen sein. Und der Verband, Stadtverband der Kleingärtner, der ist schon fast von Beginn an dabei. Und jedes Jahr wieder, habe ich selber immer festgestellt, ist der Bereich, der Standbereich des Verbandes umlagert von Besuchern, weil vor allem die Beratungsangebote sehr gefragt sind. Also, was gibt es in diesem Jahr? Herr Peter. Ja, also der Stadtverband der Kleingärtner freut sich auch in diesem Jahr wieder dabei zu sein zur Messe Chemnitzer Frühling. Wie Sie schon gesagt haben, wir gehören ja jetzt auch schon mittlerweile fast zum Inventar der Chemnitzer Frühlingsmesse mit dazu. Wir haben es auch wieder, wie analog der vergangenen Jahre, auf altbewährtes und auf neues gesetzt. Unter dem Rahmenthema, ja, ich sage mal, Italien kann man sich da eigentlich schon gut viel vorstellen. Ja, Herr Richter hat es vorhin gesagt, ja, was verbindet man eigentlich mit Italien? Unter anderem auch die Kräuter und die Gartengestaltung. Und das spiegelt sich ja auch in den Chemnitzer Kleingärten wieder. Also unterschiedliche Gestaltungsformen, auch was in die Richtung mediterran geht, ist sehr weit bei uns vertreten und ich denke mal, da werden ja auch viele Chemnitzer Kleingärtner auch auf die Messe ziehen, um sich dann eigentlich wieder neue Ideen zu holen und wie immer auch die Impressionen zur schön gestalteten Fläche vom Gartenfachmann Richter, dass man entsprechend dort auch für den eigenen Garten dann die Ideen holen kann. Wie schon gesagt, ein reichhaltiges Angebot bieten wir ja auch, was das Thema Fachberatung betrifft. Unter anderem durch unseren Fachberater Bernd Reusmann, der im Rahmen des Blütenprogramms wieder die entsprechenden Schnittvorführungen zum ordnungsgemäßen Obstschnitt oder beziehungsweise dann auch zum Weinschnitt dann darbieten wird. Auch in Zusammenarbeit mit unserer Imkerin Heike Jantur, die entsprechend dann über Bienenfachverträge halten wird und auch am Stand entsprechende Verkostungen von ihrem Honig dann darbietet, beziehungsweise dass wir dann sagen, okay, wir wollen ja auch jüngere Familien mit Kindern zu uns auch in die Chemnitzer Kleingärten ziehen, dass wir ein entsprechendes Kinderangebot wieder am Stand vorbereitet haben. Dieses Mal nicht wie analog der letzten Jahre, wo wir entsprechend dort immer Nistkästen für Kinder dann gebaut haben, werden wir weil ein anderes Angebot durchführen, dass in Zusammenarbeit mit dem ASR dort auch kleine Pflanztöpfchen gepflanzt werden können und auch entsprechende eigene Buttons, die sich die Kinder selber gestalten können, dort am Stand basteln können. Was kann man noch dazu sagen? Chemnitzer Kleingärten, insgesamt sind bei uns 14.800
Chemnitzer Kleingärten im Verband eigentlich vertreten. Man kann sagen, über 15.000 gibt es in der Stadt Chemnitz, wenn man das mal zwei rechnet, sind das 30.000 Chemnitzer, die eigentlich direkt mit den Garten zu tun haben. Und ich denke mal auch, dort, dass dort entsprechend, ich sag mal, die Resonanz auch zu Chemnitzer Frühling da sein wird, entsprechend diese Angebote wahrzunehmen, neue Zwiebeln zu kaufen und auch entsprechend die Fachvorträge sowohl auch im Floristikbereich als auch wieder von unserem Fachberater dann entsprechend wahrzunehmen. Und ich denke mal, das wird eine gute Sache. Wie viele Kleingärten sind noch frei? Das ist unterschiedlich. Also ich muss sagen, wie war der Run auf die also der Run junge Leute, sagen wir ja, so. Der Run nimmt jetzt vor allen Dingen verstärkt bei Familien wieder zu, um einfach den Kindern auch das Erlebnis zur Natur zu bieten. Und das freut uns auch sehr. Deswegen machen wir auch im Rahmen unseres Stadtprogramms auch sehr viel für Kinder, um entsprechend auch die Familien zu locken. Was der Leerstand betrifft, und da sind wir Gott sei Dank noch in der glücklichen Lage, dass es flächendeckend sich derzeit nur bei 1,5-2% bewegt. Wir haben leider, muss man dazu sagen, einzelne Ausnahmen, das liegt aber auch an der geografischen Lage, wo wir dann entsprechende höhere Leerstände verzeichnen. Aber da versuchen wir aktiv mit entsprechenden Konzeptionen und Programmen auch dagegen anzugehen, um auch diesen Kleingartenanlagen eine Zukunft zu bieten. Danke. So, ich denke, Informationen habt ihr jetzt alle genug. Wenn es noch Fragen gibt, die Experten an meiner Seite und unter euch stehen zur Verfügung.